sind wir heute hier? Wir stehen hier, weil wir eine Botschaft haben für die deutsche Bundeskanzlerin und ihre rot-grüne Regierung. Wir haben eine Botschaft für alle, die Asylanten kritisieren, die vor Asylantenheimen demonstrieren, die vor Gewalt nicht zurückschrecken und die Asylantenheime bekämpfen und bedrohen und anzünden. Wir, die Alternative für Deutschland, distanzieren uns in jeder Form von Gewalt, verbal und nonverbal. Das haben wir von Anfang an immer scharf verurteilt. Diejenigen, die zu uns kommen, trifft keine Schuld. Die sind nicht verantwortlich für unsere Probleme. Wir richten unseren Appell an diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Und das ist in allererster Linie die deutsche Bundesregierung und hier in persona Frau Angela Merkel. Unsere Demonstration heißt: Asyl braucht Grenzen. Rote Karte für Merkel. Merkel muss weg! 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 Ganz kurz von den Fakten reden. Der Innenminister hat bestätigt, dass jeden Tag, heute und gestern und wahrscheinlich morgen auch, 10.000 neue Migranten zu uns kommen. Ungebremst seit Anfang des September. Er hätte wohl Entwarnung gegeben, wenn es weniger werden. Die Tendenz ist nach allem, was wir wissen, steigend. Aber wenn es nur 10.000 sind, dann sind es von September bis Dezember, nur von September bis Dezember, 900.000 Menschen, die zu uns kommen. Wir wissen von der deutschen Botschaft in Afghanistan, dass 1 Million Pässe an Afghanen ausgestellt werden, sodass die ausreisen können. Wir wissen, dass halb Syrien auf der Flucht ist. Das sind 10 Millionen Menschen. Wenn am Ende des Jahres 1,5 Millionen unser Land erreicht haben und davon nur 2/3 ihre Familien nachholen, dann reden wir von 5 bis 8 Millionen Zugereisten per Saldo quasi schon dieses Jahr. 5 bis 8 Millionen unter der Voraussetzung, dass ab 1. Januar keiner mehr kommt. Alle wollen nach Deutschland. Sehr geehrte Frau Dr. Angela Merkel, wir bitten Sie sehr herzlich, nehmen Sie diese Realität zur Kenntnis. Werfen Sie uns nicht vor, dass wir Ängste schüren, sondern öffnen Sie Ihre Augen. Schalten Sie den Verstand ein. Sie haben Physik studiert, Sie haben einen. Nutzen Sie den. Und wir sagen Ihnen, es sind zu viele. Wir schaffen das nicht. Grenzkontrollen sind Grenzen kontrollierbar. Frau Merkel hat gesagt, wir können unsere Grenze gar nicht schützen. Die Grenze sei zu lang. Aber das schlimmere Problem ist, dass wir unsere Grenze deswegen nicht schützen, weil sie es nicht will. Das ist es, was wir in erster Linie kritisieren. Der Bundesinnenminister hat in einer eindrucksvollen Pressekonferenz am 13. September sich vor die deutsche Öffentlichkeit gestellt und Folgendes wörtlich erklärt. Er hat gesagt, Deutschland führt in diesen Minuten wieder Grenzkontrollen ein. Ziel ist es, den Zustrom nach Deutschland zu begrenzen. Das ist auch aus Sicherheitsgründen erforderlich. Zitat Ende. Der Bundesinnenminister hat sich hingestellt und hat angekündigt, dass nach § 18 Absatz 2 Asylverfahrensgesetz Einreise nunmehr an der Einreise verhindert werden. 18 Absatz 2 sagt, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Der Bundesinnenminister hat uns das erklärt. Was er nicht erklärt hat, ist, dass er zeitgleich nach 18 Absatz 4 vorgegangen ist. Und dort heißt es, von der Einreiseverweigerung ist abzusehen, soweit der Bundesinnenminister das angeordnet hat. Und das hat er gemacht,
Er hat sich vor die Öffentlichkeit hingestellt und gesagt, wir weisen nunmehr die Einreisewilligen zurück und hat gleichzeitig eine Anweisung erteilt, niemanden an der Grenze zurückzuweisen. Sie haben uns für dumm verkauft, dagegen wehren wir uns. Ich lese Ihnen jetzt ein Zitat vor. Ein Staat gibt in gewissem Sinne seine Staatlichkeit auf, wenn er seine Grenzen nicht mehr unter Kontrolle hat. Zu einem Staat gehört wesensmäßig das Staatsvolk, die Staatsregierung und das Staatsgebiet. Und das Staatsgebiet ist definiert durch die Grenzhoheit. Wenn ein Staat seine Grenzhoheit aufgibt, dann gibt er ein Stück seiner Staatlichkeit insgesamt auf. Und Schengen, also die Aufgabe der Kontrollen, galten innerhalb des Schengen-Raums. Aber Schengen gilt mit der Maßgabe, dass die EU-Außengrenze gesichert sind und dass man 3000 Kilometer Grenze nicht sichern kann. Damit liegt die Bundeskanzlerin falsch. Wie viel Kilometer Grenze ein Staat auch hat, er ist verantwortlich für die Wahrung und den Schutz der Grenze. Mit Kilometern kann man da nicht argumentieren. Die unkontrollierte Einwanderung aus anderen EU-Ländern zu uns ist mit dem Prinzip des Schutzes der eigenen Grenze unvereinbar. Der Justizminister irrt, wenn er sagt, wir könnten an den Grenzen keine Transitzone einrichten. Das Bundesverfassungsgericht hat solche Transitzonen ausdrücklich erlaubt, an den Flughäfen. Sie dienen ja nur der Registrierung. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ohne Registrierung niemand Asyl erhalten kann. Jeder unregistrierte Asylsuchende ist sofort abzuschieben. Die Bundeskanzlerin irrt, wenn sie sagt, das Asylrecht kennt keine Obergrenze. Das Asylrecht muss unter dem Vorbehalt gesehen werden, dass nur das zur Asylgewähr führen darf, was ein Land verkraften kann. Der Gesetzgeber hat das Recht, Obergrenzen einzuführen. Das Asylrecht kann auch abgeschafft werden. Aus den jetzt ca. 1 Million Asylsuchenden könnten über den Familiennachzug 4 oder 5 werden. Das halte ich für unverantwortlich. Dazu ist unser Land nicht imstande. Das können wir integrationsmäßig nicht verkraften. Aber den Familiennachzug kann man durch ein schlichtes Streichen im Asylverfahrensgesetz beschränken oder ganz streichen. Ich denke, dass dies notwendig ist. Ich halte das auch politisch für richtig. Das verletzt auch nicht die Genfer Flüchtlingskonvention. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wer hat das gesagt? Wessen Worte sind das gewesen? An die Jurastudenten unter Ihnen. Sie kennen den Herrn. Sie kennen den Grundgesetzkommentar Malmström. Da kann man nachlesen, was das Grundgesetz eigentlich genau meint. Ein Kommentar zum Grundgesetz. Dieser Mann, der diesen Kommentar mitgeschrieben hat, hat die eben gesagten Worte gesagt. Und dieser Mann ist Mitglied der CDU. Er ist ehemaliger Bundesverteidigungsminister. Ich habe die Worte zitiert von Professor Rupert Scholz im Wortlaut. Ich schlage vor, Frau Dr. Merkel, dass Sie sich mit Herrn Professor Scholz ins Benehmen setzen. Ich denke, der kann Ihnen einiges erklären. Bravo! Was machen nun die Talkshows aus dieser Situation? Gibt es Talkshows zu den Themen Völkerwanderung? Folgen wir für ein Land, wenn Millionen Menschen integriert werden? Reden wir in den Talkshows über die Kosten und wie wir das alles bezahlen können oder über die innere Sicherheit? Reden wir, wie sich unsere christlich-abendländisch-jüdische Kultur verändern wird oder ob wir das alles überhaupt wollen? Nein, das tun wir nicht. Aber ich ergänze an dieser Stelle, weil es so wichtig ist, noch einmal. Wir wenden uns nicht gegen Asylbewerber. Wir lehnen Gewalt ab, verbal und nonverbal.
Hasstiraden sind unerträglich. Gewalt ist undiskutabel. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir unsere politische Auseinandersetzung führen. Wir richten uns an die Verantwortliche, in persona an die Frau Bundeskanzlerin. Aber unsere deutschen Talkshows, viele auch finanziert mit unseren Zwangsbeiträgen, beschäftigen sich hauptsächlich oder ausschließlich nur mit Hass im Internet, wachsender Ausländerfeindlichkeit und Gewalt gegen Ausländer. Wir lehnen das ab und auch darüber kann man Talkshows machen. Aber machen Sie doch bitte auch einmal eine Talkshow zu dem Thema, wollen wir diese Zuwanderung und wie gehen wir damit um? Was macht die Frau Bundeskanzlerin? Sie reiste kürzlich, ich möchte so sagen, in das Land, in dem der Pfeffer wächst, nach Indien. Oder sie reist in die Türkei. Wir können unsere Grenzen nicht schließen, sagt sie. Die Türkei soll jetzt quasi unsere Grenzen schließen. Wir können keine Grenzen schließen, sodass man bei uns nicht einreist. Also will Frau Merkel, dass die Türkei eine Grenze baut, aus der man nicht mehr ausreisen kann. Frau Merkel, das ist die Grenze, die Sie kennen. Das war die DDR-Grenze, die Menschen nicht ausreisen lässt. Wir brauchen eine Grenze, die die Menschen hindert, einzureisen, über die wir selbst verfügen. Bravo! Ich könnte es sehr kurz machen und sagen, sehr geehrte Frau Merkel, hören Sie einfach auf Ihren Parteifreund Professor Scholz, den Staats- und Verfassungsrechtler und den ehemaligen Verteidigungsminister. Im Prinzip hat er alles gesagt. Der Familiennachzug muss beendet werden, dass eine Obergrenze muss eingeführt werden. Frau Merkel, schützen Sie unsere Grenzen. Und schützen Sie noch etwas, Frau Merkel, schützen Sie unsere Verfassung. An dieser Stelle ein Wort zu unseren Freunden vom Verfassungsschutz. Sie und wir, meine Damen und Herren, vom Verfassungsschutz, sind doch ein tolles Team. Wir wollen unsere Verfassung schützen, Sie wollen unsere Verfassung schützen. Arbeiten wir gemeinsam daran. Bravo! Und verfolgen Sie die und beobachten Sie die, die unsere Verfassung missachten und verletzen. Ganz konkret gefährdet ist aktuell Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. Ich zitiere ihn. Auf das Asylrecht kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist. Meine Damen und Herren vom Verfassungsschutz, ich kann Ihnen Name und Adresse der Person besorgen, die diesen Paragraphen eigenmächtig aus der Verfassung gestrichen hat. Es ist die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, weswegen wir hier sagen, rote Karte für Frau Merkel. Regeln Sie das Asylrecht neu, führen Sie eine Obergrenze ein und erklären Sie dazu, dass diese Obergrenze auf unbestimmte Zeit erst einmal ausgeschöpft ist. Schaffen Sie das Recht auf Familiennachzug ab und vor allen Dingen senden Sie das Signal in die Welt, dass die unbegrenzte, unkontrollierte, ungesteuerte Einwanderung in unser Land nunmehr beendet ist. Stellen Sie den Magneten ab, den Sie in die Welt gesendet haben, mit der Sie eine Einladung an die Welt geschickt haben, Zuflucht bei uns zu suchen. Es gibt unendliches Elend auf der Welt. Es gibt unendliches menschliches Leiden. Es gibt, man sagt, 100 Millionen allein verfolgte Christen. Aber wir wissen, dass die Muslime nicht nur Christen verfolgen, sondern auch sich gegenseitig, wenn ich in den Nahen Osten gucke. Es gibt Bürgerkriege auf der ganzen Welt und es gibt einen Kontinent Afrika, in dem die Armut riesengroß ist. In alle diese Länder hat Frau Merkel das Signal gesendet, kommt alle her. Frau Merkel, das ist
Ihr größter Fehler. Das ist der Grund, warum Sie demnächst zurücktreten werden. Wir zeigen Ihnen die rote Karte. Stellen Sie den Magneten ab. Asyl braucht Grenzen. Rote Karte für Frau Merkel.